Wir sind jetzt wieder an unserem Grundstück und schauen mal hier auf die Fläche, die ich letzte Mal mit dem Rasenmäher freigeschnitten habe. Es hat jetzt unter der Woche nochmal geregnet, dementsprechend ist der Rasen ratzfatz wieder nachgewachsen. Ist ja hier so ein Problem in Paraguay, dass der Rasen super schnell wieder wächst, auch Unkräuter und so. Ja, da es mit dem Rasenmäher auch nicht viel gebracht hat und der sich mehr gequält hat als alles andere, weil der Rasen definitiv zu hoch dafür ist. Ich will mir aber auch keine Motorsense kaufen. Dementsprechend haben wir jetzt größeres Gerät angefordert und warten jetzt einfach, bis der Kollege gleich mit dem Bagger kommt. Der Manu ist gerade angekommen, der hilft uns jetzt hier halt heute mit dem Bobcat. Jetzt gerade versuchen die den da mal runterzufahren. Wahrscheinlich versuchen sie es nicht, er macht das einfach. Ja, der Manuel legt auch sofort los. Der kleine Bobcat schiebt den Rasen da ohne Probleme vor sich her. Auch kleine Sträuchlein, die da schon auf dem Grundstück gewachsen sind, entfernt er echt mühelos. Also ich würde sagen, das hat sich auf jeden Fall schon gelohnt. Was wir auch gerade durch Zufall entdeckt haben, ist, dass unser Strompfosten sogar schon gesetzt wurde. Knapp eine Woche ungefähr und er steht. Mal gucken, wann die sich jetzt melden wegen dem Anschluss, aber das ist schon mal sehr cool. Für den Tipp, das ganze Grundstück mit einem Bagger zu reinigen und gleichzeitig auch zu nivellieren, möchte ich mich ganz herzlich bei Michael bedanken. Der hat nämlich unter einem Facebook-Beitrag einfach mal Kommentare geschrieben und gleichzeitig Bilder beigefügt, dass es doch Sinn machen würde, das ganze Grundstück mit einem Bagger zu reinigen und ja, den Vorteil zu haben, diese Nivellierung gleichzeitig einigermaßen mitzumachen. Vielen Dank, Michael, für den guten Tipp und ich freue mich jedes Mal über die ganzen Kommentare, die so drunter geschrieben werden. Und sobald ich Zeit habe, werde ich die auch immer regelmäßig beantworten. Dementsprechend gerne Kommentare schreiben, freuen wir uns immer wieder drüber. Während Sarah versucht, mit der Nachbarshündin etwas Freundschaft zu schließen, ist der Manuel weiter kräftig dabei, das ganze Gras zu entfernen. Das müsste Gartenpanik sein, ist eine Sorte, die hier viel auf den Weiden verwendet wird. Das ganze Grundstück, was hier zum Lotamiento gemacht wurde, war ja vorher eine Weide, die jetzt aufgeteilt wird und dementsprechend hier zu Titelland geworden ist. Also die Kooperative hat das Land abgetreten. Hier im Chaco ist es ja so, dass meistens nur Land gekauft werden kann, wenn man auch Mitglied in der Kooperative ist. Und dementsprechend ist es hier oben relativ schwer, an Titelgrundstücke zu kommen. Ja, der Manuel ist jetzt auch schon auf der anderen Seite angekommen. Wir haben ja zwei Grundstücke oder vier Grundstücke gekauft, also liegen wir da zwischen zwei Straßen, haben dementsprechend am Ende dann auch Zugang an beiden Seiten. Ja, hier noch ein Überblick über das, was geschafft wurde. Der Haufen ist schon recht groß. Hinten rechts ist noch ein bisschen was zu tun und einmal die Grenzen müssen noch abgefahren werden, damit da auch ein sauberer Schnitt ist für die Zaunbauer. Ja, hier an der Stelle des Grundstücks ist so eine kleine Senke drin. Da haben wir dann versucht, ein bisschen mit Erde, die wir woanders abgetragen haben, dann diese Senke zu füllen. Das hat noch nicht ganz geklappt, also wir haben da nicht so viel Erde übrig. Wollten jetzt an den anderen Stellen noch nicht zu viel wegnehmen, damit wir da einfach nicht tiefer kommen. Da müssen wir mal schauen, irgendwann noch mal von irgendwoher Erde besorgen und dahin schütten. Aber an der Stelle werden wir jetzt nächste Zeit auch erstmal nicht bauen. Dementsprechend kann da ruhig kleine Senke noch sein. Im Zuge der Bauarbeiten bleibt entweder Erde übrig oder, wie gesagt, wir besorgen uns irgendwoher welche. Was der Rasenmäher in ein paar Tagen stundenlanger Arbeit nicht geschafft hätte, hat der Manuel jetzt mit seinem Bagger hier in knapp 3 Stunden, vielleicht ein bisschen mehr, schon gut geschafft. Ja, der ganze Rasen ist jetzt hier zu einem riesen Haufen aufgetürmt.
Da ist Lote, wo wir jetzt anfangen wollen, unsere Häuschen zu bauen. Da wird der Manuel jetzt noch gerade ein bisschen planieren und gerade ziehen. Ja, der Berg ist gut 2 Meter hoch. Aber nach dem nächsten Regen wird das Ding auch gut zusammenfallen. So viel Erde wird das gar nicht sein. Ist halt jetzt alles gut aufgewühlt. Und das ist nachher guter Dung, wenn die Sarah ihre Melonen pflanzen will. Berg nochmal von der anderen Seite. Und hier Grundstück ist natürlich nicht ganz gerade. Werden wir jetzt so einigermaßen ausgleichen, wenn wir das Fundament fürs Haus machen. Wir schütten so oder so ein gutes Stückchen an, damit wir da auch keine nassen Füße kriegen, wenn es mal ein bisschen stärker regnet. Dementsprechend muss das auch nicht hundertprozentig gerade sein. So sieht das Grundstück jetzt aus. Der Bagger fährt jetzt wieder weg. Die Sache ist jetzt erstmal erledigt. So, jetzt braucht nur noch der Stromanschluss kommen. Der Pfosten steht ja auch schon. Und dann können wir loslegen mit Zisterne, Pozo Negro und Gartenzaun. Vielen Dank, Manuel, für deine Arbeit mit dem Bagger. Du hast uns damit wirklich gut geholfen. Wenn wir nochmal was zu baggern haben, werden wir ganz sicher auf dich zurückkommen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!